Moin Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Lorgewas. Heute mit dem Land Deutschland und mit extrem vielen Parteien. Und zwar einmal natürlich der CDU, wie sie jeder kennt, die FDP, SPD, Bündnis 90, die Grüne, AfD, Linke und die Demokratischen Bibers. Das wäre dann die erste neue Partei. Die hatten wir aber tatsächlich schon mal in unserem Lorgewas-Projekt. Danach kommt die NPD, die gibt es ja auch in echt, die FW, also die Freien Wähler, die Blauen und die Dumme Partei. Wir nehmen die demokratischen Bibers, weil wir Bibers sind. Und los geht's. Wir haben 8%. Wie sieht's denn so aus? Okay, das können wir leider noch nicht leisten. Wir müssen einfach ganz viel versprechen vor der Wahl. Dann gewinnen wir das sicher easy. Hier und da ein bisschen Scheiße labern, das können wir doch bestimmt tun. So, was machen wir? Welche abwertend über eine Partei? Nationale Partei Deutschlands. Nochmal spreche abwertend. Nee. Abwertend über eine Partei. AfD. Das wird uns hoffentlich hier und da ein paar Prozente gebracht haben. So, wie sieht denn die Aufteilung aus? Ziemlich chaotisch. Wieso sind die Parteien so krass? Ich meine, die AfD kommt mit 6% auf 2 Sitzen. Die Bündnis 90 die Grünen mit 8% auf 3 Sitzen. Die CDU mit 12% auf 4 Sitzen. So, ich dachte jetzt schon, die CDU ja gut. Aber die Blauen kommen einfach auch auf 4 Sitzen mit 10%. Die Biber-Partei auf 3 Sitzen mit 7%. Die FDP mit 8% auf 3 Sitzen. Und dann einfach die Freien Wähler mit 15%, somit stärkste Kraft mit 6 Sitzen. Die Linken sind raus mit knapp mal 4%. Die NPD 14%, einfach 5 Sitze. Und die SPD 13%, auch 5 Sitze. Aber dass die NPD und also die ausgedachten Parteien, also nee, nicht ausgedacht, sondern die hinzugefügten Parteien so, dass die hier so abräumen, hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Aber wir führen tatsächlich, möchte direkt mal ein Gesetz durchsetzen. Und zwar, wo ist es? Sitze im Parlament, wir brauchen mehr Sitze. 70. Das nehmen die. Oh, ich habe kein Geld dafür. Traurig. So, wen nehmen wir? NPD oder Freie Wähler? Ganz klar, Freie Wähler. Wir stimmen für die Freien Wähler. Die sind ja auch mehr auf unserer Seite. Wieso ist die NPD in der Mitte? Die müsste eigentlich weiter rechts. Ach, egal. Annehmen, ganz klar annehmen. Das muss durchgesetzt werden. So, und jetzt brauchen wir das Gesetz mehr Sitze im Parlament. Sonst sind wir ziemlich gearscht. So, jetzt nimmt es bitte an, denn dann haben wir bei der nächsten Wahl extrem viele Sitze. Wir sind für die Polizei. Das ist sehr, sehr chaotisch hier. Weil ich bin gespannt, wie es mit dem größeren Parlament ausgeht. Okay, 70 damit. Oh Gott, wir sind schwer. Ja, nee, die Linke ist halt die schwächste Partei. Aber könnten Prozente dazugekommen. Oh, wir haben sogar 8%. Annehmen, Kunstförderung, klar. Es kommt öffentliche Bibliotheken. Jetzt müssen wir aber auch selbst mal ein Gesetz vorschlagen. Irgendwas, was den Leuten gefällt, Seniorenheim. Ja, das sollte euch doch gefallen. Oh, das gibt auch schon mal Prozente. Finde ich gut. Nö. Das lehnen wir ab. Okay, 10% ist das schon mal ganz gut, eigentlich würde ich so sagen. Aber ich meine, es gibt so viele Parteien, wahrscheinlich reichen vielleicht maximal 20%, ist bestimmt irgendwie drin, aber ich finde das mit 10% schon sehr, sehr annehmbar. Guck mal, wie viele Parteien das einfach sind. Krass. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Wahlkampf machen. Das ist ziemlich wichtig. Zwar Arbeit im Parlament informieren, das gibt ja immer ein paar Prozente.
So 13%. Damit könnten wir jetzt wirklich in Richtung Bundeskanzler langsam kommen. Und wir sind die stärkste Kraft mit. Oder? Nee. Doch, aber wir sind stärker als Freie Wähler. Damit betteln wir uns jetzt mit der SPD. Oh, ich glaube, die Freien Wähler könnten uns mögen. Das müssen wir mal ganz kurz nachgucken. Jo, die SPD mag uns auch, aber die Freien Wähler auch. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Komm, stimmt für mich ab. Stimmt für meinen Kandidaten. Oh, yes! Wir haben es geschafft. Nein, wir haben gar kein Geld gerade entwendet. Nee, nee. Läuft bei uns auf jeden Fall. Dann sollten wir auf jeden Fall jetzt mal ein paar Gesetze hier verabschieden. Und zwar, wir brauchen eine höhere Wahlhürde. Von locker flockigen 10%. Brauchen ebenfalls eine Grundsteuer, damit unser Staat nicht weiter pleite geht. Wir brauchen die Wahlhürde, das ist wichtig und richtig. Nimmt sie an, nimmt die Wahl ein. Nächstes Mal muss ich die Parteien doch bestechen. Jo, wir kriegen gut Geld. Nein, nein, wir heben unser Forschungssystem nicht auf. Sind die bekloppt? Das ist selten dämlich. Ey, die hat zu den Freien Wähler gewechselt. Das geht zu weit. Das geht wirklich zu weit. Wir müssen auch unsere Kunstförderung behalten. Gott, reparieren. Wir stimmen für den Park. Doch bestimmt dufte. Ja gut, Deutschland, ach, wir sind nur hier und da ein bisschen pleite. Wir holen uns mal einen Kredit. Dann spenden wir noch ein bisschen was. Das klappt easy. Wir müssen aber auf jeden Fall Gesetze verabschieden, damit unser Staat nicht weiter pleite geht. Und das kriegen wir, glaube ich, auch hin, indem wir Steuern einführen. Ich glaube, die Schulbussteuer wird wahrscheinlich auch abgelehnt, aber wir brauchen irgendwelche Steuern, die uns Geld einbringen. Die Wohnungssteuer. Das ist doch was Gutes. Ja gut, wenn wir das jetzt annehmen, verlieren wir wieder Geld. Na, hoffentlich wird das abgelehnt, aber ach, na toll, es wird angenommen. Das sind natürlich jetzt Verluste hier. Gut, die Steuer wird angenommen. Vielleicht verdienen wir dann doch noch irgendwie Geld. Ja, es ist ausgeglichen. Wir verdienen dann sogar noch was. Gut, wir müssen aber jetzt natürlich auch noch einen Kredit abbezahlen. Ist auch kritisch. Ja, Straßeninstandhaltung nehmen wir mal an. Das kostet zwar Geld, aber ach, das geht schon. Das kostet uns Prozente. Das kostet uns jetzt Prozente, aber das müssen wir einfach annehmen. Und wir Geld verdienen. Natürlich wollen wir die Bundeskanzlerwahl behalten. So, und jetzt. Busverkehr, okay, nehmen wir mal an. Brauchen mehr Prozente auf jeden Fall. Oh nein. Nein, es kann doch jetzt noch. Nein, wir verlieren die Wahlen. Wir verlieren die Wahlen. Ja, weil wir. Oh, wir müssen unbedingt jetzt ein Gesetz verabschieden, was uns den Bundeskanzlerposten sichert. Und das geht nicht, weil das Gesetz gerade entfernt werden sollte. Oh mein Gott. Das ist blöd. Sagen wir so, wie es ist. Wir senken wir einfach mal das Wahlalter. Das bringt uns doch bestimmt Prozente. Also, wer hat denn die Wahlen gewonnen?
Jo, ich kann schon mal. Na, ich muss hier umständlich auf Kalender. Also ja, wir sind für die Freien Wähler, die mögen uns auch mehr. Sonst zerstören wir unser Verhältnis zu denen, das wäre blöd. So, dann verdienen wir hoffentlich noch gut Cash. Ja, gut, das sinkt jetzt. Ach, das ist kritisch, dass das sinkt. Aber ich würde sagen, Leute, nächste Folge holen wir uns unseren Bundeskanzlerposten wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Herr Bieber.